Gott ist unser Vater und wir sind seine Töchter. Ein Dienst von Frauen für Frauen. Willkommen zum Daughters Podcast. Wir hoffen, dass wir euch mit unseren Zeugnissen ermutigen können. Let's go! Hallo, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Schön, dass ihr da seid oder eingeschaltet habt. Hallo. Wir, genau. Hallo. Hi. Hi. Wir haben heute ein tolles Thema und zwar geht es um Single sein als christliche Frau. Das ist ein Thema, über das gar nicht so oft geredet wird, muss man ehrlicherweise sagen. Aber wir haben zwei Gäste hier, die ganz viel dazu sagen können und wir sind schon voll gespannt, was ihr uns heute mitteilen wollt von eurem Herzen. Ja. Vielleicht könnt ihr euch zu Beginn ganz kurz vorstellen, weil ich denke, nicht jeder weiß, wer ihr seid. Waltraud, willst du anfangen? Ja, mein Name ist Waltraud Schulz. Ich bin 77 Jahre alt. Und bin ein sehr zufriedener Single. Sehr gut. Barbara? Mein Name ist Barbara Schreiter. Ich bin 67 Jahre alt und war bis zu meinem 53. Lebensjahr Single. Dann habe ich geheiratet, bin jetzt also 14 Jahre verheiratet. Nächsten Monat. Wow, super. Ich bin echt begeistert, weil ihr Expertinnen auf dem Thema seid. Und ja, schon. Barbara, du auch. Okay. Und es interessiert uns jetzt aber, mal eure Geschichte kennenzulernen. Mhm. Und Waltraud, ich fange mal mit dir an. Du sagst, du bist Single. War das immer so? Warst du mal verheiratet? Wie ist deine Geschichte als Single sein? Warum bist du Single? Du darfst ganz weit ausholen. Ja, eigentlich ist das ganz einfach. Entschuldigung. Ich bin und war nicht verheiratet. Ich bin immer Single gewesen, bin aber sehr zufrieden und sehr, ja, bin auch engagiert damit. Das ist okay für mich. Ja, also ich denke, es geht nicht alleine um Single sein. Es geht darum, zufrieden zu sein im Leben. Ob man jetzt als Verheirateter oder als Single zufrieden ist, das ist ja gar kein Unterschied. Die Grundhaltung unseres Lebens muss sein, Zufriedenheit. Und dann können wir auch dann mit dem leben, was wir haben und was wir sind. Es geht ja gar nicht darum, welche Gemeinschaft ich habe, sondern ich muss Gemeinschaft haben, vor allen Dingen mit Jesus. Ich habe mich mit 19 Jahren bekehrt und für mich war einfach immer wichtig, mit Jesus in Ordnung zu sein. Und dann sind die anderen Dinge einfach, ja, die laufen dann. Also ich empfinde kein Defizit, ich bin zufrieden. War das immer so? Warst du immer zufrieden oder hattest du auch Zeiten, wo du gesagt hast, oh, ich wünsche mir eine Ehe, warum kommt das nicht, was ist los? Ich glaube, sagen zu können, dass ich immer zufrieden war. Ich war immer ausgefüllt beruflich und also ich wäre nie auf die Idee gekommen, eine Anzeige zu schalten, Single sucht oder irgend so etwas, sondern es war einfach so okay. Habe gearbeitet, war in der Gemeinde immer engagiert, habe Kinderarbeit gemacht, dann habe ich in der Jugend mitgearbeitet, dann habe ich Frauenarbeit 10 Jahre geleitet in der Gemeinde. Dann war ich bei den Senioren etliche Jahre. Und nun schaue ich zu, wie es die anderen machen. Also du warst quasi nie aktiv auf der Suche? Nein. Nein, okay. Ja. Das ist, ich glaube, das gibt es nicht oft. Ja, glaube ich auch. Das gibt es wirklich nicht oft. Ja. Das ist eine Gnade, glaube ich. Ich habe immer gewusst, dass Jesus wichtig ist für mich. Und ich wollte einfach nach seinem Willen leben. Und das war gut. Würdest du sagen, dass das die Gabe der Ehelosigkeit ist? Ach, weißt du, das mit Gabe, das ist so eine Sache. Gabe und Berufung, das sind so Dinge, die wir gerne benutzen. Ich kann nur zurückgreifen. Wir müssen sehen, sind wir zufrieden, sind wir mit Jesus im Reinen, sind wir auf dem richtigen Pfad. Wir machen immer wieder Umwege. Aber insgesamt geht es darum, bin ich zufrieden, bin ich mit Jesus, bin ich in meinem Leben als Christ zufrieden? Und das, glaube ich, sagen zu können, dass ich das war und bin und hoffentlich bleibe. Wow. Oh, das ist super. Genial. Ja. Ja.
Barbara, wie war das bei dir, als du noch Single warst? Warst du auch so zufrieden? Nein. Ich bewundere dich. Also ja. Ich finde das sehr schön. Und wie du gesagt hast, Lena, das findet man nicht oft. Das stimmt. Also bei mir war es ganz anders. Meine Lebensplanung war völlig anders als die von Jesus, kann ich jetzt sagen. Ich wollte immer heiraten. Mein Plan war, verheiratet zu sein und ja, mindestens 3 Kinder zu haben. Und dann wurde ich älter und älter und die biologische Uhr tickte, ja. Mhm. Und ich habe auch lange gedacht, es ist besser, verheiratet zu sein, als ledig zu sein. Also ich bin über die Jahrzehnte, hat mich Jesus wirklich einen Weg geführt. Mhm. Aber jetzt weiß ich, dass das die falsche Frage ist. Was ist besser, Single sein oder ja, verheiratet zu sein? Da stimme ich 100% mit dir überein, mhm, Waltraud. Mhm. Die richtige Frage ist, bin ich im Willen Gottes? Mhm. Ja, genau, ja, ja. Mhm. Und das kann, ich kann verheiratet mhm sein und nicht im Willen Gottes sein oder ja, ledig sein und nicht ja, im Willen es Gottes sein. Mhm. Mhm. Und ich bin den Weg gegangen, die Fragen, was hab ich? Oder was fehlt mir, damit ich nicht verheiratet bin? Liebt Gott die anderen mehr? Mhm. Habe ich was falsch gemacht? Mhm. Bis ich dann so die letzten Jahre im Frieden war. Also die letzten Jahre, bevor ich geheiratet ja habe, aber das wusste ich ja nicht, dass es kommt. Mich hat auch mal die Frage bewegt, habe ich eine Berufung zum Ledigsein? Mhm. Und habe gespürt, ich habe keine Berufung, aber es war auch kein Mann da. Ja. Und dann habe ich zu Jesus gesagt, okay, dann lebe ich eben mit dir so weiter. Ja. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, auch mit 50, dass ich eine Berufung habe, ledig zu sein, aber es ist halt keiner da. Was soll man ja machen? Was soll man machen? Ja? Ja. Und hast du dann aktiv gesucht oder? Ja. Mhm. Und aktiv dann auch gefunden irgendwann? Das war, nein. Das wäre eine andere Geschichte. Okay, ja. Das aber hast du, glaube ich, in einem anderen Podcast auch ja, ein bisschen also mal erzählt. Ja, also ich habe auch viele Ratschläge bekommen, gute und weniger gute, aber ich wollte auch immer oder lange dann, viele Jahre wollte ich, dass Jesus mir den Mann aussucht. Mhm. Und ich muss auch da sagen, er hat einen anderen ausgesucht, als ich mir ausgesucht mhm hätte. Mhm. Ja. Interessant. Ja. Ja. Was mich interessiert, also ich war selber auch, bis ich 27 war, Single. Also mein jetziger Mann war dann auch mein erster Freund. Für christliche Verhältnisse war das auch schon sehr lang, aber nichts ja im Vergleich zu euch. Aber ich habe es nie gut hinbekommen. Mhm. Ich war nie glücklicher Single, sage ich jetzt. Ja, ein guter Single. Nein, aber nie okay zufrieden, wie weit ja, wie du sagst. Ja. Ich hatte immer diese Sehnsucht, die ja nicht schlecht ist per se. Ja, ja? Mhm. Ist ja nicht schlecht, Sehnsucht zu haben. Aber es war, ich fühlte mich nie ausgefüllt ohne Mann oder Freund, weil irgendwie alle um mich rum, meine Schwester hat vor mir geheiratet, alle meine Freundinnen. Wie geht man denn mit dieser Sehnsucht mhm gesund um, würde mich ja mal interessieren, weil ich habe es nicht hingekriegt. Gute Frage. Ja. Mhm. Wie kann ich denn, die Sehnsucht ist ja nichts Böses, nichts Schlechtes, keine Sünde, aber wie gehe ich damit gesund um oder ja geistlich? Also ich kann dir darauf eine Antwort geben. Eine Freundin von mir hat mal, habe gearbeitet, bin ja Sozialarbeiterin und dann hat eine Freundin mich angerufen während der Arbeit und hat gesagt, ach, du hast es gut, meine Kinder und dies und jenes und was. Dann habe ich gesagt, wir können ja mal tauschen. Du gehst 4 Wochen arbeiten und ich bin dann 4 Wochen du. Und dann hat sie gesagt, 4 Wochen ist lang. Habe ich gesagt, ja, weißt du, wir gucken so über den Zaun. Wir schauen immer, wie geht's dem anderen, was hat der andere, was ich nicht habe. Aber der andere guckt auch und sagt, was hat die, was ich nicht habe. Also das hat ja mit Neid zu tun, auch so ein bisschen, also gar nicht negativ, sondern man will immer alles haben und wir können nicht alles haben. Das, was wir haben, muss uns genügen. Mhm. Und als Christ zweimal, habe ich einen Mann, ist es gut. Ja. Habe ich keinen, ist es auch gut. Mhm. Also am Schluss müssen wir Jesus haben. Mhm. Und,
Also wenn ich so höre, ob jetzt von Single oder Verheirateten, Jesus ist mein bester Freund und dann haben sie ein Problem, dass jemand Single ist, dann sage ich, also das ist schizophren. Ja, also entweder ist er mein bester Freund oder nicht. Also einfach lernen, der andere hat Defizite, ich habe Defizite, ich habe Sachen, die der andere nicht hat, der andere hat Sachen, die ich nicht habe. Mhm. Und das ist gut so, das ist die Ergänzung im Leben überhaupt. Ja. Ich glaube schon, dass das wichtig ist, was du sagst, weil im Englischen gibt es ein Sprichwort, gibt es im Deutschen vielleicht auch, dass man denkt immer, das Gras ist auf der anderen Seite grüner, genau. Aber es ist grüner da, wo man es bewässert. Ja. Und ich glaube, dass ganz, ganz lange, also ich habe das ja auch gedacht, ne? Jetzt bin ich bin ja verheiratet, glücklich, aber man denkt ganz oft, dass man irgendwie erst den Willen Gottes findet für sich, wenn man verheiratet wird und man Familie gründet. Und ich glaube, das ist wirklich auch eine Lüge, die so viele Frauen glauben, weil dann heiraten sie und bekommen dann praktisch ihren Wunsch und merken dann, ich bin immer noch unglücklich. Und das, was du sagst, Walter, ist so wichtig, dass man, egal, also Paulus hat ja auch gesagt, ob ich reich bin, oder ob ich arm bin, ob ich einen vollen Magen habe oder einen leeren. Ich bin in jeder Lage zufrieden. Und dass praktisch dieses Verheiratetsein, wenn es Gottes Wille ist, weil das ist das Wichtigste, der sicherste Ort ist immer im Willen Gottes, dann ist das wie einfach so ein das i-Tüpfelchen. Aber Jesus ist alles und alles. Und ich glaube, wenn viele Frauen, die jetzt immer noch auf ihre Partner warten, auf diesen Wunsch, wissen, dass sie jetzt schon zu 100% zufrieden sein können in Jesus, dann ist diese Suche oder auch diese Wartezeit ein Genuss, weil man wartet mit Jesus zusammen und wartet nicht und ist heimlich irgendwie enttäuscht mit Jesus, weil er so lange auf sich warten lässt, bis meine Träume in Erfüllung gehen. Ne? Er ist unser Traum oder sollte unser Traum sein. Er ist der Schatz, er ist die Tür, er ist alles. Ja. Ne? Ja. Und ich finde es so beeindruckend, wie du das erzählst, wirklich. Dass, ich will noch mal was ergänzen. Ich bin nicht gegen Ehe. Also ich finde Ehe das beste Konzept des Lebens. Ja, ist es. Aber es ist nicht das Einzige. Ja. Also ich bin überhaupt keine Emanze jetzt in dem Sinne, die sagt, also schrecklich, also alle müssen sich heiraten. Nein, Ehe ist das ganz Normale, aber Single-Sein ist nicht unnormal. Man ist kein heiler Mensch. Nee, es geht immer um mich. Es geht immer um mich. Ja. Super. Jetzt ist man ja, wenn man verheiratet ist und Familie hat, immer von Menschen umgeben. Als Single aber nicht unbedingt. Also zu Hause ist man ja, wenn man nicht gerade in der WG lebt, allein. Habt ihr Momente der Einsamkeit erlebt? Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Ja. Aber ich wollte noch was zu der vorigen Frage ergänzen. Darfst du gerne. Danke. Ja, ich glaube, es geht darum, wie lebe ich mit unerfüllten Wünschen. Und so ein Wunsch darf nie zum Götze werden. Ja, ist gut. Ja, er darf, ich darf nie, wie du auch, Laurie, gesagt hast, mein Glück davon abhängig machen, wenn ich erst verheiratet bin. Oder wenn, dann, sondern ich habe an Psalmvers gedacht, auch schon in der Vorbereitung auf diesen Podcast. Habe deine Lust am Herrn und der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Und ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich verstanden habe, dass Gott meine Wünsche verändert. Ja, so gut. Ja, wenn ich, also diese Lust am Herrn, wenn er mein Alles ist, wenn er meine erste und meine größte Liebe ist. Auch wenn ich verheiratet bin, Die Ehemänner müssen das verkraften. Das tun sie auch. Ja. Und das hört sich zuerst so an, als würde Jesus einfach dann alle meine Wünsche erfüllen. Aber er verändert meine Wünsche. Ich denke auch so oft einfach an Abraham, wenn man so auf über dieses Thema spricht, dass man auf einen Wunsch wartet oder auf ein Versprechen. Dass der Herr dem Abraham ein Versprechen gemacht hat, aber es hat wirklich auf sich warten lassen. Und er wurde so oft darin getestet, ob er denn wirklich seinem Herrn vertraut. Und sogar als dann dieses Versprechen erfüllt wurde und er ihn 12 Jahre hatte als seinen geliebten Sohn, wurde er wieder auf die Probe gestellt. Weil das mit dem Götzen ist so wichtig, dass der Herr
einfach wissen wollte, bin ich aber immer noch die Nummer eins für dich? Mhm. Oder hängst du jetzt wirklich dein ganzes Glück und jedes andere Versprechen, was ich dir gemacht habe, in dem Fall, dass eine Riesennation aus Abrahams Linie dann kommen wird, machst du es jetzt abhängig von Isaak? Oder machst du es von ihr abhängig? Mhm. Und dann musste er wieder getestet werden. Ist Gott die Nummer eins? Und ich weiß, als ich musste jetzt nicht so lange warten wie die Lena, 2 Jahre. Ich habe mit 25 geheiratet, aber trotzdem, das war, weil es, seitdem ich ein kleines Mädchen war, so ein Wunsch war für mich, zu heiraten und eine Familie zu haben und ich auch so viel Verlangen und auch Sehnsucht und Trieb hatte, einen Mann zu finden, war das die Geschichte, die der Herr mir gegeben hat. Er hat gesagt, würdest du diesen Wunsch auf den Altar legen und mir geben und mir vertrauen und mich genug lieben, dass auch wenn ich dieses Opfer jetzt nicht wiedererwecke, du mich immer noch liebst. Und ich glaube, es ist ein wichtiger Test für uns alle in Bezug auf alles. Okay. Alles, ja. Ja? Genau. Weil jeder von uns hat andere Götzen. Ja. Aber zu sagen, ja, Herr, ich liebe dich genug, dass ich es abgebe und ich vertraue dir mit meiner Zukunft. Und in deinem Fall, Barbara, war es dein Wille für dich, dass du heiratest? Ja. Und dann mit, wie alt warst du als 53. Johannes? Dann kam das Versprechen. Dann kam das Versprechen, Was war deine Frage? Einsamkeit. Einsamkeit ist eine gute Frage, ja. Ja. Wie geht man in der Wartezeit? Oder was oder gar nicht. Oder für immer, wie geht man damit um, wenn man eben nicht... Ich meine, du sagtest das vorhin so, Waltraud, die verheiratet sind und Kinder haben, wünschen sich dann manchmal, können wir mal tauschen? Ich so denke. Und die Cheyenne sagt so oft, jetzt hast du deinen Wunsch erfüllt, ne? Also und jetzt willst du da wieder raus. Also das geht. Hallo, was geht ist nicht, los? Ja. Aber wie ist das mit Einsamkeit, wenn man allein zu Hause ist und was macht man? Vielleicht gibt es ja praktische Tipps also, auch. Ich mache mal einen Lacher da draus. Ja, mach mal. Wir haben keine sprachlosen Männer zu Hause. Ja. Also ich höre ja, dass Frauen oft darüber klagen, dass die ihre Männer so wenig reden. Einsamkeit ist doch auch relativ. Also jeder muss auch sehen, wie kann ich mit meinem Leben umgehen? Wie kann ich meinen Alltag gestalten. Als Single gehst du mal erstmal arbeiten. Also da sind schon einmal 10 Stunden am Tag mal schon einmal weg. Mhm. Gell? Und dann musst du eigentlich für dich entscheiden. Und ich war immer in Gemeinde. Mhm. Ich war immer eingebunden in der Gemeinde. Das ist ein guter Tipp. Ich war immer aktiv. Ja. Ja, da hat eher Zeit gefehlt. Mhm. Meine Überstunden habe ich dann auf dem Kniebiss verbracht und Frauenfreizeiten mitgeleitet. Voll gut. Also Einsamkeit... ich muss gestalten. Ja. Du musst auch gestalten in der Ehe. Ja, richtig. Ja, das ist ein guter Punkt. Also ich kann nicht sitzen und warten, dass irgendjemand an die Tür klopft. Ja. Sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Aber ich habe so eine Frage, vielleicht kannst du die auch beantworten, Barbara. Es gibt ja auch Einsamkeit im Alltag. Wie du schon sagtest, dass man einfach manchmal alleine in seiner Wohnung sitzt, zum Beispiel. Mhm. Aber es gibt ja auch einfach Einsamkeit im Herzen. Genau. Das ist was ganz anderes. Genau. Man kann, wie du schon sagst, man kann verheiratet sein, man kann Kinder den ganzen Tag um sich haben und man fühlt sich trotzdem alleine. Das ist ja ein Zustand einfach meiner Seele. Und da habe ich eigentlich wirklich auch eine Frage. So, gab es das denn, dass man einfach, auch wenn man umgeben ist von Menschen, man das Gefühl hat, aber irgendwo fühle ich mich in meinen Gefühlen einsam. Ich habe das Gefühl, ich kann sie nicht teilen mit der richtigen Person. Ja. Oder verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe. Ja. Und es hatte jetzt gerade wie ein Flashback. Mhm. Da war ich noch sehr jung. 18, 19 oder so. Und ich erinnere mich dran, da war ich mit der Klasse in den Bergen und ich lag da und fand diese Blumenwiese so wunderschön und war glücklich, also auch in der Natur und gleichzeitig einsam. Mhm. Und da hatte ich den Wunsch, da habe ich gedacht, oh, Einsamkeit bedeutet auch, ich kann diese schönen Momente nicht mit jemandem teilen. Mhm. Also auch das Glück kann ich jetzt im Moment mit keinem Menschen teilen. Das ist richtig. Ja. Und ja, bei mir war es ein Prozess, also anders wie bei dir. Du sagst, ich war immer zufrieden, eben zu lernen, mit der Einsamkeit zu Jesus zu gehen. Ja.
Also diese innere und dann, aber ich glaube auch, dass die jede kennt, sage ich mal. Ja. Aber dann auch die äußere, also ich war natürlich auch berufstätig. Und da ich immer mit Menschen zu tun hatte, ich habe lange als Krankenschwester gearbeitet, war in der Gemeinde tätig, habe ich manchmal gesagt am Wochenende, oh, ich hatte eine Überdosis Mensch. Ja. Ja. Und dann habe ich mich halt mal einen Tag zurückgezogen, aber mit der Zeit wusste ich, am Sonntag möchtest du dann gern wieder unter Menschen sein. Und dann habe ich es gelernt, das zu organisieren, ja, weil wir leben ja in einer Zeit, da kann man selten spontan etwas unternehmen. Mhm. Also proaktiv Leute. Proaktiv können anrufen. Wir uns da treffen und oder auch wenn niemand da war und ich so, ach, ich hätte jetzt gerne mal eine Ermutigung. Irgendwann hat mir dann der Heilige Geist gezeigt, ermutige doch jemand anders. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn mich niemand ermutigt, ermutige ich eben jemanden. Mhm. Und dann ging es mir immer besser, immer. Ja. Ein bisschen von sich selbst wegschauen. Ne? Ja. Das müssen wir ja auch alle lernen, egal ob Single oder nicht, dass man sich nicht immer nur um sich selbst dreht. Mhm. Genau. Ja. Okay, jetzt geht's ans Eingemachte. Talk about sex. Ja, Thema Sexualität. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich jemals was darüber gehört habe, wenn es um Single-Sein geht. Vielleicht sind wir jetzt die Ersten. Weiß ich. Wahrscheinlich nicht, aber egal. Welche Herausforderungen habt ihr erlebt beim Thema Sexualität als Single? Welche Kämpfe, wie geht man damit um? Ja. Unerfüllte Sehnsüchte, das ganze Thema. Bitte schön. Ich darf anfangen. Ja, ja. Also, ich habe keine hundertprozentige Lösung. Schade. Schade. Ja. Manchmal habe ich, also kalt duschen oder so, vergiss es, ne? Oder ich habe es noch nie ausprobiert, ne? Was manche sagen. Manchmal habe ich gesagt, ich kann mich nur bildlich gesehen in eine Ecke setzen und warten, bis der Sehnsuchtsanfall vorüber ist. Mhm. Also, Sehnsuchtsanfall. Ja, es ist ja auch nicht gute immer gleich. Natürlich. Ne? Ja. Und einmal habe ich mit meinem damaligen Hauskreisleiter drüber gesprochen und das war wirklich ein guter Rat. Er hat zu mir gesagt, weißt du, also er war verheiratet, er sagt, ich würde beten und sagen, Jesus, du hast mich so geschaffen mit dieser Sehnsucht, jetzt hilf mir auch damit umzugehen. Und ich weiß nicht genau, wie Jesus das hingekriegt hat, also ich kann das nicht beschreiben. Ja. Aber es hat mir geholfen, zu sagen, Jesus, hilf mir einfach, damit umzugehen. Und damit umgehen heißt ja, hilf mir jetzt, ich sag's auch mal so deutlich, nicht zu sündigen. Ja, Selbstbeherrschung zu haben. Ja. Selbstbeherrschung zu haben. Hilf mir nicht, jetzt Lösungswege zu suchen, die nicht in deinem Willen sind oder mit deinem Wort übereinstimmen. Hilf mir, äußerlich und innerlich reinzuleben. Ja. Und das Bewusstsein, das in mir im Laufe der Jahre gewachsen ist, Jesu Braut zu sein, das war für mich eine ganz große, vielleicht sogar die größte Motivation, innerlich und äußerlich reinzuleben. Jesus, ich möchte deine reine Braut sein. Ja, so gut. Also, es geht wieder darum. Man kann nicht alles haben im Leben. Und das muss man einfach lernen. Man muss im Kopf einfach klar werden. Und ich glaube, da bin ich auch ein Kopfmensch. Ich habe Sachen, die du nicht hast. Du hast Sachen, die ich nicht habe. Und das bezieht sich doch auf alle Bereiche. Und also was ich nicht habe, fehlt mir ja nicht. Also was ich nicht habe, fehlt nicht. Also wenn du nie Schokolade gegessen hast, weißt du gar nicht, dass sie dir fehlt. Die fehlt dir erst, wenn du weißt, welches deine Lieblingsschokolade ist. Und so ist es doch mit allen Bedürfnissen, die wir haben. Natürlich, also wir sind aus Fleisch und Blut geschaffen. Das geht keinem besser oder schlechter. Aber nein, wir müssen lernen, so wie es ist, hat es gut zu sein. Gott meint es gut mit mir und dann muss ich doch nicht mich quälen mit Dingen, die ich nicht habe, sondern lernen, dankbar zu sein mit Dingen, die ich habe. Das ist nicht immer, also das hört sich jetzt vielleicht so perfekt bei mir an, also davon bin ich auch weit entfernt, aber ich glaube, dass ich da schon so meine Lebenshaltung hatte.
Also ich weiß zum Beispiel, das ist mir gerade so eben eingefallen, als ich mich bekehrt habe, ich habe vorher war ich also jedes Wochenende war Action in der Kneipe und wenn die eine zugemacht hat, sind wir in die nächste gegangen, die hatte länger offen und und dann weiß ich, dann habe ich mich bekehrt und dann war ein Hohlraum da auf dem Dorf, also da war auch keine Gemeinde, es waren nur Palte, zwei alte Ehepaare und eine alte Witwe. Und dann kam ich, gell? Also die waren damals mindestens alt, wie ich heute bin, eher älter. Und dann weiß ich, bin ich durchs Dorf gegangen, weil ich einfach, ja, da war ich einsam, gell? Und bin da an der Kneipe vorbeigegangen, wo ich immer war. Und dann waren die da drin und haben getanzt und waren lustig und die Jukebox ist gelaufen. Und ich weiß, ich habe da gestanden und habe dann angefangen zu heulen. Ja. Weil, aber ich habe auch geheult, weil ich gewusst habe, ich habe jetzt das Richtige. Ich will das ja gar nicht. Aber da war eine Einsamkeit, da kann ich mich gut dran erinnern. Und dann lernt man halt, ist auch gut, wenn man jung lernt, muss man später nicht ganz so viel dran geben. Und dann bin ich da einfach nicht mehr lang gegangen am Samstagabend, wenn ich wusste, dass die da ihren Halligalli haben. Gell? Und wenn ich mir die Frauen von damals heute anschaue, ich war gerade auf meinem Dorf kürzlich, ja gut, die sind auch nicht glücklicher als ich. Ich glaube, ich bin besser dran. Ja. Ich bin sicher, ich bin besser dran. Ja. Ich glaube, das, was du eben sagtest, da nicht mehr lang gehen, ist ein gutes Stichwort. Ja. Neue Wege. Wenn man weiß, was ein versucht, schaust dir nicht an, geh nicht hin. Ja. Tu es nicht, bleib was auch immer davon. Es ist, bleib fern davon. Ein bisschen wie Josef. Ich wollte es gerade sagen. Der weggelaufen ist. Gerannt. Von der Frau, Ja, und ich finde es auch so wichtig, was ihr beide gerade wirklich sagt, ist, dass man wirklich Jesus alles geben muss. Ja. Weil ich glaube wirklich in Bezug auf Sexualität, weil da so viel, weil es so angefochten ist vom Feind und da so viel Versuchung mit dazu kommt. Es ist ein Bereich, wo auch, ich würde sagen, die erste Sünde, die geschieht, ist Scham. Weil man, das ist irgendwie ein Bereich, ich weiß nicht wirklich warum, vielleicht weiß es einer von euch, man versucht es für sich zu behalten und selbst damit zu kämpfen. Anstatt, wie du es gesagt hast, damit zu Jesus zu gehen und zu sagen, du hast mich so gemacht und du hast mir diese Sehnsüchte gegeben und diese Verlangen, was mache ich jetzt damit? Weil normalerweise in Bezug auf sexuelle Verlangen versucht man es alleine zu managen, nicht mit Jesus. Warum, weiß ich nicht, warum wir das tun. Aber ich glaube, da ist so ein Schlüssel drin, zu sagen, ich möchte da reinbleiben, ich möchte ungefleckt bleiben. Ich kann es nicht alleine. Es ist so, so ein starkes Gefühl, was ich habe. Also Jesus, du musst mir da helfen. Und das Gegenteil zu tun von dem, was Adam tat, welches war, sich zu verstecken und wegzulaufen. Weil der Vater kam zu dem Treffen. Er ist aufgetaucht, obwohl er gesündigt hat. Und ich glaube wirklich, wenn Adam gesagt hätte, ich weiß es nicht, guck mal, ich habe Mist gebaucht, aber hier bin ich. Wer weiß, was passiert wäre. Ich weiß es nicht, ob was da für eine Theologie dazu hängt. Aber was ich so schade finde, aber das machen wir ja auch, ist, er hat sich versteckt, obwohl der Vater gekommen ist. Und wenn man sagen kann, ey, das fällt mir so schwer und ich habe so viele Gefühle und ich weiß nicht, was ich damit machen soll und nicht alleine damit sitzen oder in der Dunkelheit es versuchen wegzudrücken, sondern zu sagen, Jesus, hier bin ich mit allem, was ich gerade spüre, hilf mir. Es ist so ein Schlüssel darin und ich glaube, ob man verheiratet ist oder unverheiratet, man kämpft sein Leben lang damit. Zu sagen, du, hier bin ich und hilf mir in meiner Schwachheit. Also bezogen auf Adam würde ich auch noch sagen, er hat die Verantwortung nicht angenommen. Richtig. Er hat es dann auf Eva geschoben, Eva hat es auf die Schlange geschoben. Also er hätte nur noch gefehlt, dass die Schlange gesagt hätte, Gott und du bist schuld. Ja, genau. Ne? Das ist kein Konzept, kein Lebenskonzept. Ich weiß nicht, in welchem Psalm steht, in einem Psalm. Sagt David, schüttet euer Herz vor Gott aus oder vor ihm aus, ihr von Gottes Volk, er ist eure Zuflucht. Das hat mich immer angesprochen. Herz ausschütten heißt alles rauslassen.
Gott kann damit umgehen. Mhm. Ja. Egal, was es ist. Ja. Und du sagtest ja auch, in der Ehe haben wir auch Versuchungen, Dinge, von denen wir fernbleiben müssen. Das, ja. Wir sind ja Menschen. Ja, klar. Also, ja. Wir reduzieren auch zu vieles aus meiner Meinung, nach meiner Meinung, auf Sexualität. Es bin ich als Ganzes. Mhm. Bin immer ich als Ganzes. Und wenn ich alles auf die Sexualität schiebe, dann bleibe ich immer sauber. Mhm. Und so ist es ja nicht. Mhm. Das stimmt. Ja, ja, ja. Ja. Es gibt ja auch noch andere Sünden oder andere Dinge. Es gibt noch sehr viele. Ja. Und wenn, wir leben ja in einer Gemeinschaft, in einer Gemeinde, hoffentlich mit anderen Christen zusammen. Und wenn ich mal mit einer Versuchung in Gestalt eines anderen Mannes nicht klargekommen bin, dann habe ich mir eine Freundin gesucht. Mhm. Ja. Und also ich erinnere mich jetzt an zweimal, also einmal als ledige, einmal als verheiratete Frau und habe gesagt, du, ich habe da ein Problem. Mhm. Bitte frag nach, bitte bete für mich. Ja. Und das nimmt schon ganz, ganz viel raus. Dann ist es also, am Licht. Ne? Sich ans Licht bringen, ne? Nicht zudecken wie Adam, sondern hier bin ich, ich habe ein Problem oder ja. Bitte, ja, Jakobus ich brauche sagt, wer bekennt eure Sünden ein zueinander und die Gebete eines Gerechten werden dich heilen. Ja. Ja. Also ich will schnell noch was, ehe wir aufhören müssen, dazu tun. Wir müssen unser Lebenskonzept irgendwo Gott anvertrauen. Hm. Und ich kann nur sagen, Gott ist immer treu. Hm. Immer treu. Amen. Ja. Und ich bin jetzt 77 und lebe seit knapp 2 Jahren mit Lydia und Bramo Kaltenbach zusammen in der WG. Okay. Und das funktioniert wunderbar. Mm. Und das hat Gott geführt. Mm. Yeah. Wow. Dann hast du plötzlich Familie, hast Kinder, kannst dich austauschen. Ich hoffe, es geht denen so gut wie mir dabei. Ja, Gott versorgt uns. Wir denken immer, wir sehen immer das Hier. Mm. Gell? Mm. Also es ist eine Geschichte für sich natürlich, aber Gott versorgt uns. Das will ich einfach sagen. Halleluja. Das ist doch ein perfektes Schlusswort. Und das hast du wahrscheinlich auch nicht geplant. Nie oder und dir nimmer. Gewünscht, nee, oder? Das hat Gott geplant. Das hat Gott geplant. Seine Pläne sind sowieso am besten. So macht er das. Ja. Ach ja, wir könnten noch weiter quatschen, aber man muss irgendwann aufhören. Ach ja? Ja. Lori, magst du zum Abschluss noch beten? Mach ich. Das Oh, danke, Herr, für dieses Gespräch. Danke. Und danke, Herr, dass du unser Gebet erfüllt hast, bevor wir überhaupt gestartet haben und du wirklich hier im Mittelpunkt stehst. Mhm. Danke, dass du in unserem Leben der Mittelpunkt bist. Mhm. Und Herr, danke, dass du für jede Frau, die heute zuschaut oder zuhört, der Mittelpunkt in ihrem Leben sein möchtest. Mhm. Und dass du versprochen hast, dass die Pläne, die du für uns hast, dass sie gut sind. Mhm. Und Herr, deine Pläne, sie regieren über unsere Wünsche. Ja. Und der sicherste Ort für uns ist immer in deinem perfekten Willen, Herr. Ja. Mhm. Und Herr, ich bete, wir beten zusammen, einfach, dass du jede Frau berührst, jetzt da, wo sie sitzt. Ja. Ob sie Auto fährt, ob sie im Bett liegt, ob sie gerade in der Küche kocht und dass du sie einfach jetzt überwältigst mit deiner Nähe, dass deine Gegenwart sie umgibt, dass deine Liebe in ihr Herz ausgeschüttet wird, dass sie spüren, Jesus, dass du so viel größer bist, so viel näher als alles andere, was sie sich wünschen, Herr. Dass wirklich ihre Augen neu ausgerichtet werden auf dich. Dass sie in so eine tiefe Liebesbeziehung gezogen werden durch deinen Heiligen Geist zu dir, Jesus, der perfekte Bräutigam. Und dass einfach eine neue Liebe entfacht wird in jedem Herzen. Ja. In deinem wunderschönen Namen, Jesus. Amen. 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 Dann vielen Dank, ihr beide, dass ihr unsere Gäste wart. Danke für die Einladung. Sehr gern. Und vielen Dank, dass ihr euch den Podcast angehört oder angeschaut habt. Und wir hoffen, die Folge hat euch gesegnet. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwie Kontakt zu uns aufnehmen wollt, schreibt uns gerne. Wir antworten auch gern. Manchmal vielleicht ein bisschen verspätet, aber wir tun's. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Tschüss.
Hallo ihr Lieben und danke fürs Einschalten. Wir hoffen wirklich sehr, dass diese Folge euch reichlich gesegnet hat. Ob ihr jetzt zuhört oder zuschaut auf YouTube, Spotify oder Apple Podcast, lasst uns doch gerne eine Bewertung oder ein Like da. Und falls ihr schon Themenvorschläge habt für die nächsten Folgen, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und das Wichtigste ist, abonniert unseren Kanal, damit ihr ja nicht die nächsten Folgen verpasst. Wir wünschen euch Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.